Zeit bleibt unvergessen, als ob es gestern war. Gegenwart war spannend, unberechenbar. Lieber Larry, glaubst du, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist und dass er für dich am Kreuz gestorben ist, dass er alle deine Sünden vergeben hat, dass er dein persönlicher Retter geworden ist? Ja, das glaube ich. Auf dein Bekenntnis taufe ich dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Liebe Anja, glaubst du, dass Jesus am Kreuz für deine Schuld gestorben ist, dass du sein Kind bist, weil er dir alle deine Schuld vergeben hat? Glaubst du, dass er dich reingewaschen hat von all deiner Schuld? Dann antworte jetzt so laut wie du kannst mit Ja. Ja! Auf deinem Bekenntnis hin taufe ich dich auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ganz, ganz selten taufe, aber als ich dich kennengelernt habe und wir uns mehrmals unterhalten haben, zwischen dir und Angel und auch so mal getauft haben, habe ich mich richtig auf diesen Augenblick, auf diesen Moment gefreut, wirklich total. Weil ich weiß, dass wir Jesus von Herzen lieben und mit ihm gemeinsam dein Leben gestalten. Ich möchte, dass du das nochmal öffentlich bezeugst, deswegen frage ich dich auch, liebe Christen, glaubst du, dass Jesus Christus wirklich so gut ist, dass er für uns auf die Erde gekommen ist, um für unsere Schuld zu sterben, damit wir jede Freiheit leben können, damit wir seine Kinder sind und dass er uns im Himmel die Zukunft vorbereitet und wir bei ihm sein werden, alle Zeit. Glaubst du daran? Wenn ja, dann bezeuge das in einem Jahr. Ja. Auf deinen Glauben hin taufen wir dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Glaubst du, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist, dass er für deine Schuld gestorben ist, dass er dich befreit hat von aller Schuld, dass es nichts mehr gibt, was dich belastet, dass du befreites Leben führen darfst, dass du sein Kind bist? Wenn du das glaubst, dann bezeuge das mit einem Ja. Ja. Auf deinen Glauben hin werden wir dich gleich mit deinem Freund gemeinsam. Vicky, glaubst du von ganzem Herzen, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist, dass er dir deine Schuld vergeben hat, ins Kreuz gegangen ist, damit du ein ewiges Leben hast und mit ihm die Ewigkeit verbringen kannst? Ja, ich glaube. Weil ihr beide das glaubt, ich taufe euch auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. We'll be right back.